Die Wasserkraft ist mit einem Anteil von 56% die bedeutendste Quelle für Strom aus Österreich. Die Kraftwerksgruppe Pinzgau der Salzburg AG zählt 6 Wasserkraftwerke und spielt somit eine enorme Rolle für die Region. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der 3 größten Wasserkraftwerke im Pinzgau: das Kraftwerk Wald, das Bärenwerk und das Kraftwerk Diesbach. Manuel Rendl, Georg Embacher und Christian Hofer sind die 3 Kraftwerkstechniker, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und die Region mit Strom versorgt wird. 7 Uhr morgens. Für Manuel Rendl, Kraftwerkstechniker im Kraftwerk Wald im Pinzgau, beginnt der Arbeitstag. Seit rund 5 Jahren arbeitet er in der Anlage, die zwischen 1986 und 1988 entstand. Also wir sind da im Kraftwerk Wald in der Warte. Da ist der Prozessrechner. Da sieht man die Übersicht für die 3 Kraftwerke von Wald, Tradenbach und Hollersbach. Hinten sieht man noch in Mosaik die Übersicht von der Schaltanlage, 110 kV und 30 kV. Und da beginnt eigentlich unser Tag da herin. Da treffen wir uns, da reden wir uns zusammen, wie es im Dienstabend gegangen ist. Und besprechen dann den Tagesablauf, den Wochenablauf, was die geplanten Arbeiten sind. Daniel Gensbichler leitet die Kraftwerksgruppe Pinzgau und kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf in allen Kraftwerken. Er bespricht mit Manuel die heutigen Aufgaben. Die Kühlwasserfilter der Generatoren müssen getauscht werden. Im Herzstück des Kraftwerks macht sich Manuel an die Arbeit. Den Kühlwasserfilter, den müssen wir im Sommer einmal in die Woche tauschen, weil durch die Verschmutzung im Triebwasser sind da einfach Bestandteile dabei, die wir in der Kühlanlage nicht brauchen können. Wir benötigen das Kühlwasser zum Kühlen von den Generatoren und von den Lager. Und da dürfen keine Fremdbestandteile drin sein, weil sie sonst der Kühler verlegt und dann die Turbine oder der Generator zu Hause werden kann. Also im Kraftwerk Wald ist es so, dass wir das Triebwasser in der Bachfassung Grimmel fassen. Dann rinnt das Wasser in den kleinen Tagesspeicher. Der ist auch in Grimmel. Und von dort aus kommt das Wasser dann in einen Stollen, außer nach Wald in Pinzgau. Und vom Stollen ist dann der Kraftabstieg. Und der Kraftabstieg von da aus ist dann eine geschweißte Rohrleitung. Und dann geht es runter und da sind wir im Kraftwerk schon, wo wir uns jetzt befinden. Dann geht das Wasser durch die Turbine durch und nach der Turbine rinnt es wieder raus in die Salzach. Das Kraftwerk Wald nutzt den rund 200 Meter großen Höhenunterschied zwischen Grimmel und Wald zur Stromproduktion. Wegen der hohen Wassermengen kann das Kraftwerk im Sommer als Laufkraftwerk betrieben werden. Im wasserarmen Herbst und Winter dient es zur Erzeugung von Spitzenenergie. Die Turbinen werden dann nur bei Bedarf in Betrieb genommen. Manuel Rendl hat den alten Kühlwasserfilter entfernt und reinigt den Dichtungsring. Ein neuer Filter wird in den Generator eingesetzt. Nach getaner Arbeit geht es für Manuel wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. Währenddessen werden in einem der ältesten Kraftwerke der Salzburger AG in Fusch ebenfalls die Daten auf den Monitoren der Warte von Techniker Georg Embacher kontrolliert. Das Kraftwerk Bärenwerk hat von Anfang an eine sehr wichtige Bedeutung für die Region gehabt. Es ist zu Beginn der 1920er Jahre als erstes größeres Kraftwerk da in der Region errichtet worden und hat somit den Raum um Zell am See schon zur damaligen Zeit sehr gut mit Strom versorgt, was für die ganze Region damals ein Vorsprung war. Mit der Modernisierung des Bärenwerks zwischen 2012 und 2015 erhöhte sich die Leistung der Anlage um knapp ein Drittel auf 15 Megawatt.
Die Jahresproduktion wurde von 57 auf 86 Millionen Kilowattstunden gesteigert und deckt den Strombedarf von 19.000 Haushalten. Das Kraftwerk Bärenwerk, das ist ein Tagesspeicherkraftwerk. Wir haben da den Tagesspeicher Verleiten. Da wird das Wasser von drei Bächen eingezogen. Das ist einmal die Fuscherache, der Walcherbach und der Höllbach. Und vom Speicher weg führt dann ein Druckstollen herunter bis zum Kraftwerk, der dann einmal in eine Druckrohrleitung übergeht. Und im Kraftwerk herunten wird mittels drei Maschinensätzen das Wasser über Beltonturbinen abgearbeitet. Diese Beltonturbinen treiben einen Generator an und im Generator wird Strom erzeugt. Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler ist heute im Bärenwerk vor Ort und bespricht mit Georg Embacher die bevorstehende Entlüftung des 3 Kilometer langen unterirdischen Druckstollens ein Stück oberhalb des Kraftwerks. Georg Embacher flutet den Tunnel. Der Grund ist einfach. Durch die regelmäßige Entlüftung funktionieren Pumpe und Leitungen möglichst effizient und vor allem störungsfrei. Zurück im Bärenwerk bespricht Georg die nächsten Aufgaben mit Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler. Wir müssen heute die Kohlebürsten von der Erregung von der Maschine 2 müssen auf Abrieb kontrollieren, wie viel Verschleiß in den letzten Monaten auf diesen Kohlebürsten gewesen sind. Damit wir da keinen unkontrollierten Verschleiß haben, unkontrollierter Verschleiß würde einen Stillstand für die Maschinen bedeuten. Ein Anruf für Daniel Gensbichler. Er wird ins Kraftwerk Diesbach in Saalfelden gerufen. Die Felsankerkontrolle der Druckrohrleitung steht an. Beim Bau der Anlage in Diesbach in den 60er Jahren galt es, hohe technische Hürden zu meistern. Das Markenzeichen des Kraftwerks: die rekordverdächtig steile Druckrohrleitung mit einer Länge von rund 700 Metern. Die vielen Felsanker, die notwendig waren, um die oberirdische Druckrohrleitung im brüchigen Gestein der extrem steilen Stoßwand zu sichern, müssen regelmäßig kontrolliert werden. Kraftwerkstechniker Christian Hofer wartet schon auf Daniel Gensbichler. Er arbeitet bereits seit rund 22 Jahren im Kraftwerk Diesbach und kennt es wie seine Westentasche. Jede Woche, wie auch heute, fährt er mit der Bahn die steile Rohrleitung hinauf, um die Stoffbüchsen und Felsanker zu kontrollieren. Dabei braucht er Daniels Hilfe von der Warte aus. Wie gefährlich die Arbeiten an der Rohrleitung in schwindelerregender Höhe sind, gleich. Zuvor aber noch ins Herzstück des Kraftwerks. Die Besonderheit am Kraftwerk Diesbach ist, dass das in den letzten Jahren zum Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut worden ist. Da hinter mir sehen Sie die Hochdruckpumpen, die das Wasser wieder aus dem Tal auf den Berg hinaufpumpen können. Wir haben da nicht eine große Pumpe, die das Wasser wieder auf den Berg hinaufpumpt, sondern 24 kleine regelbare Pumpen und sind somit sehr, sehr flexibel und können sehr rasch und individuell auf den Strommarkt eingehen. Wir haben oben einen großen Stausee, der hat ungefähr 5 Millionen Kubikmeter Wasserinhalt. Da haben wir ein Einzugsgebiet von 10 Quadratkilometern.
Es gibt dann noch oben diverse Pumpen aus Seitenbächen, die wieder Wasser in den Diersbachstausee einpumpen und das Einzugsgebiet so auf 20 Quadratkilometer vergrößern. Von diesem Stausee fließt dann das Wasser durch einen Triebwasserstollen und eine daran anschließende sehr steile Druckrohrleitung über 700 Meter in die Tiefe zum Krafthaus. Und im Krafthaus sind die zwei Turbinen angeordnet, untergebracht, wo dann aus dem Wasser dann Strom produziert wird. Daniel, kommen? Jawohl. Abfahrtberg. Abfahrtberg. Die Rohrleitungskontrolle, wir sind da in sehr exponierten Lage. Wirst auf Steinschläge kontrolliert, wird bei Stoffbixen alle 100 Meter circa ist eine Stoffbixe, wo die zwei Rohrleitungen ineinander genannt. Da muss man sich vorstellen, die Rohrleitung ist auf Pendelschützen gelagert, je nach Temperaturunterschied tut sich die Rohrleitung bewegen, kalt oder warm, zusammenziehen, auseinandergehen. Und die Stoffbixen verhindern das, dass da rinnt. Und das muss jetzt mal kontrolliert werden, dass das ja nicht undicht wird. Ja, wir fahren in die Langheitsfelder Rohrleitung rauf. Ich schaue links und rechts raus zu den Stoffbüchsen. Nebenbei kontrolliere ich auf der Strecke auf, ob der Seil in der richtigen Lage ist vom Schrägaufzug und mache die Umgebung. Und wenn wir bei Fixpunkt 6 um sind, bleiben wir stehen, steigen aus und machen die DV-Metermessung. So, Daniel, langsam. Stopp. Da tue ich jetzt dreimal messen und die drei Messwerte schreibe ich auf. So, Daniel, kommen. Ja, Christian. Langsam Tal. Langsam Tal. Der Arbeitstag der drei Kraftwerkstechniker neigt sich dem Ende zu. Wir da in Diersbach liefern vorrangig Spitzenstrom. Also wenn jetzt der Strombedarf steigt, zum Beispiel am Abend, wenn alle heimkommen und das Licht einschalten, dann fahren bei uns die Turbinen an und produzieren da den Strom, der zu Hause dann gebraucht wird. Zeit, sich auszuruhen. Denn auch morgen werden Manuel, Georg und Christian wieder dafür sorgen, dass im Pinzgau Strom fließt.